Was schreibst du da über mich? Und über Richard, dem du nicht mal annähernd das Wasser reichen kannst. Und Klaus? Und Paula? Dass ich ohne sie glücklicher wäre. Warum hast du das getan? Weil ich nicht dabei war, als du deine tote Katze abgeholt hast! Du hast meine Familie ruiniert! Übernimm endlich Verantwortung. Ich habe dir genau das gegeben, was du gebraucht hast. Und mich wärst du immer noch verstrickt in dieser sinnlosen Ehe. Was? Du kannst es momentan nicht akzeptieren. Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich. Du bringst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht 2 Jahre! Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung? Hm? Was? Kleine, klebrige Goldstücke und meine Haare in deinem Tagebuch? Hm? Wo hast du die auch her? Mit irgendeiner Scheißspitze hat mit Zeit aus dem Badezimmer gezupft oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels. Wenn es stimmt mit den Leuten, mit denen ich spiele. Das heißt, dass ich die auf der Bühne irgendwie brauche, also ein Vertrauen zu denen haben muss, dann macht es mir am meisten Spaß, weil dann kann ich irgendwie loslassen. Und ich bin eh ein eher verkopfter Mensch, dass ich anders als Deutsch und sich irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwo so ein bisschen der Spruch vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben.